Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft-Let's Plays, der Aufstieg Graven Stars. In der vergangenen Folge haben wir uns eigentlich darum gekümmert, dass die Gruft endlich mal fertig wird. Wir können ja mal eben fix. Naja, wobei, nee. Wir gehen ja jetzt sowieso gleich nochmal hin. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen Dekoration reinsetzen. Also, ja, eigentlich bloß ja doch, ein bisschen Laub und vielleicht noch ein paar Birkenknöpfe oder sowas. Das heißt, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Birkenholz. Nein, nein, da. Okay. Dann packen wir noch ein paar Knöpfe hin aus Birke. Passt meiner Meinung nach eigentlich ganz gut zu den Steinziegeln. Davon abgesehen, eigentlich passt da jedes Holz zu. Ja, nee, Birke ist mir zu hell. Nee, nimm lieber normale Eiche. So, und eine falsche Kiste. Das sollte reichen. Also. Gut. So. Ach, und wir müssen wieder zurück. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Wir müssen wieder an diese wunderbare Kiste hier. Yay! Wir sind endlich wieder einer mehr. Genau. Keine 30 mehr. Wir sind jetzt 31. Das ist schön. Also, 3-1. Also, ich glaube, ich muss irgendwann nochmal die Leuchtfarbe holen. Wenn das so weitergeht, dann habe ich bald keine mehr. Ich habe nur noch so wenig. Ah, ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir mehr werden. Das ist schön. Ja, ich meine, ich finde es wirklich schön, dass euch meine Videos ja ganz offensichtlich gefallen. Sonst würdet ihr euch ja nicht angucken, logischerweise. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, dass wir ein paar Knöpfe hinsetzen aus Eiche. Ist nur die Frage, wo sie überhaupt hinpassen. Da würde theoretisch einer hingehen. Da hänge ich jetzt im Busch drinne und meine Stiefel gehen kaputt. Ah, da kann man einen Knopf hinsetzen. Ja, ich weiß, viel Platz für Knöpfe haben wir nicht, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah, ich setze da vielleicht noch einen hin. Ah, hier vielleicht noch. Und da. Und hier. Und dort. So, wo hat sie ihn jetzt auf der anderen Seite hingehängt? Da ich weiß natürlich niemand, ne? Oh. Okay. Na gut, da steht die Treppe davor. Oh gut, dann hatten wir das jetzt hier mit den Knöpfen eigentlich so weit durch. Ist das denn okay so? Kann man das so lassen? Ja, kann man. Und dann nehmen wir das ein bisschen Laub runter. Und dann ist eigentlich auch fertig. Dann ist der Abschluss der Gruft. Ah, das ist doch schön. Ja, doch. Ja, klar, warum nicht? Oder wuchern wir hier ein bisschen runter an der Stelle? Na, vielleicht sogar an beiden Seiten. Na, mal gucken. Ich würde aber ganz gerne da einen hinsetzen. Ja, eigentlich wollte ich sie nicht so hoch machen, aber gut. Wenn es so sein soll, dann ist es eben so. Ja, es ist eigentlich halbwegs in Ordnung. Ich würde das da oben aber ein bisschen stärker noch machen. Das werde ich hier noch einen hinsetzen und da vielleicht. Und hier. Mal gucken. Ich meine, ich kann ja notfalls wieder wegnehmen. Wir haben ja mehr als genug. Das könnte jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel sein, wenn ich mir das so angucke. So, ein bisschen ausgedünnt, das ist jetzt besser. Ja, schon. Doch, doch. Ich setze vielleicht dahin. Dann könnte man hier einen hochranken lassen, theoretisch. Das ist doch gar nicht so schlecht.
So. Und. Na, ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, wie ich das da jetzt mache. Ja, ich will da auf jeden Fall erstmal wieder raus, danke. Ich setze mich vielleicht da hin. Ja, die sind doch in Schuh draus. So kann das doch bleiben. Vielleicht da hinten nochmal eine kleine Reihe lang. Ich will da doch nur rüber. Ah, setzen wir nochmal richtig aufs Dach ein bisschen was drauf und dann passt das schon. So, und zwar ziehen wir hier noch eine kleine Leine lang. So, und dann gehen wir so nochmal. Und so. Das sollte man doch eigentlich auch sehen. Vielleicht. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen zu flach ist, aber. Ja, ist wirklich ein bisschen zu flach. Das passt aber trotzdem. Joa. Ich finde es ganz gut so. Hier drin nochmal irgendwo Laub hinsetzen? Nee, eigentlich nicht, oder? Höchstens vielleicht hier im Eingang irgendwo ein bisschen. Aber dann ist halt auch die Frage, wohin, ne? Weil letztendlich. Nee, das passt ja nicht rein. Okay. Die Werkbank lassen wir nochmal hier. Und weil der Friedhof leider noch nicht vollendet ist, wir bauen uns nämlich jetzt noch hier an dieser Stelle und auf die andere Seite noch einen kleinen Baum hin. Genau. Das ist so der Plan für heute. Und dann können wir uns auf jeden Fall auch überlegen, wie wir dann weiterverfahren. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was hier zu erledigen. Den Friedhof machen wir jetzt gerade. Ja, ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, womit wir dann weitermachen sollen. Ansonsten überlege ich mir eben selbst was. Ja, gibt noch mehr als genug, was wir bauen können. Ich meine, wir können ja irgendwann auch wirklich eine richtige Stadt anfangen. Das ist ja letztendlich ein Dorfteil. Und die Stadt, die würde ja dann vom Baustil her ähnlich sein wie das Haus hier. Beziehungsweise von der Blockpalette her. Nicht vom Baustil, von der Blockpalette. Also schön mit Stein und weniger Holz. Jo. Oder wir fangen vielleicht erstmal die Festung an oder. Ja, müssen wir einfach mal sehen. So, das kommt dann dahin. Dann holen wir uns mal ein bisschen Laub. Wie viel Laub wir auch mal brauchen, ich habe keine Ahnung. Ja, komm. Besser zu viel Laub als zu wenig. Nehmen wir mal alles. Ja. Na gut, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. So. Das sollte jetzt aber eigentlich ausreichen. So, ja, schlafen brauchen wir noch nicht. Dann nehmen wir noch ein bisschen Fichte mit. Der sollte reichen. Und. Ja, komm, nehmen wir diesmal Fichten. Fichtenzäune. Das geht auch. Muss ja nicht unbedingt Schwarzeiche mehr sein. Ich habe die Schere vergessen. Ach, Mann. So, Schere, 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 Schere. Wo bist du? Schere? Okay. Und jetzt kommt das Bett. Wo ist das Skelett? Es hat sich gelöscht. Das war irgendwo. Das war gerade im Wasser. Das habe ich genau gehört. Hallo? Haha. Hab ich dich. Oh. Ich habe hier die Palisade gar nicht fertig nah angepasst mit dem. Mit dem Schatten. Oh, gut. Vielleicht machen wir uns das mal ganz einfach. Dann sieht man da auch nichts mehr. So, fertig.
Da brauche ich jetzt natürlich nicht überlegen, wie da das Laub hingewachsen ist. Da kommt ja kaum Sonne hin. Ist also eigentlich relativ unlogisch, dass da sowas wächst, aber gut, wir haben auch eine Höhle. Also von daher. Okay, dann basteln wir uns jetzt. Na komm, basteln wir uns jetzt mal ein paar kleine Bäume dahin. Ja, für die Tweeties brauchen wir auch noch ein Haus irgendwann. Und nicht nur das, wir brauchen auch irgendwann mal wirklich eine Trading Hall oder einen Marktplatz oder auf jeden Fall brauchen wir am besten so schnell wie möglich die Möglichkeit, dass wir mit einem Bogner oder mit einem Pfeilmacher handeln können. Damit ich dann endlich mal Pfeile kriege. Ist das hier okay von dem Platz her? Da gehe ich vielleicht sogar noch ein kleines Stück nach vorne. Mit dem Baum. Dass wir dann hier quasi anfangen. Ja, ich glaube, hier ist besser. Ja, doch. Dann basteln wir uns da mal einen kleinen Baum hin. Yay! Ich weiß noch nicht, wie hoch wir den machen. Keine Ahnung. Das wird wieder ganz spontan so entschieden. Ich glaube, das reicht dann. So. Und. Ja. Machen wir vielleicht bloß einen. Ja, genau. Fallen natürlich wieder runter. Ah, warum immer ich? So, und dann kann man da vielleicht nochmal einen hinsetzen. Und hier. Und da vielleicht. Na, komm mal ganz runter. Autsch. Wieder die Haxen brechen. Dann machen wir es vielleicht so und dann da nochmal einen und ja, vielleicht noch einen da. Ja, ich würd sagen, dass es wieder ein schmalerer Baum wird, so wie der und der da hinten auch. So ein breites Ding wie bei der Mine würde hier jetzt auf jeden Fall nicht hinpassen. So, kann man da. Ja, doch, verlängern wir den gleich ein bisschen. Dann ist er doch ein bisschen breiter nach unten. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Ein relativ schmaler Baum bleibt es trotzdem, aber nicht ganz so schmal. Das ist doch ganz gut. So. So. Da noch was hin. Ja, machen wir mal den unteren Ring erstmal so ein bisschen. Damit wir so eine kleine Basis haben. Mit der wir dann arbeiten können. So. Wollen wir vielleicht hier noch einen. Ja, gut, machen wir es dann doch so. Okay. Na, ich muss aufpassen, dass es nicht wieder zu gleichmäßig wird hier mit dem Baum. Na, ich will hier hoch. Ja, ist jetzt natürlich auch die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Na, ich habe nämlich so ein bisschen die Angst, dass wir jetzt wieder einfach, das ist jetzt einfach wieder, ja. Ja, dass wieder alles nicht passt hier, was ich baue. Beziehungsweise, dass es wieder zu generiert aussieht. Das möchte ich eigentlich nicht. Na gut, aber wenn ich jetzt wieder so überlegt daran gehe, dann wird es natürlich wieder so aussehen. Ah, ich muss wieder ein bisschen wilder hier hinsetzen. Mensch, was mache ich denn hier? Ah. Ja, das ist halt die Sache. Im Creator ist natürlich deutlich einfacher. Dann fliegt man da lang und dann setzt man einfach ganz random irgendwo irgendwelche Blöcke hin. So. Also. Beim. Ja, ich hätte mir vielleicht auch ein paar. Na. Ein paar Erdblöcke mitnehmen sollen. Nein! Moment, Moment! Brauche ich gar nicht. Wir haben uns doch hier irgendwann Bambus mitgenommen, oder nicht? Ah, zwei Bambus. 25 Bambus. Wir bauen uns einfach ein paar Gerüstblöcke. Das ist doch toll. Wir haben Fäden, wir haben Gerüstblöcke. Dann können wir uns besser hoch und runter stecken. Ah, wunderbar. Fäden, Fäden, Fäden. Jetzt muss ich natürlich nur noch wissen, wie Gerüstblöcke gebastelt werden.
Ach, da haben wir es ja schon. Na gut. Ja, komm, machen wir gleich alle. So. Ah, sehr schön. Benutzt man viel zu selten. So, den Bambus. Den könnte man eigentlich auch wunderbar als Stiel für irgendwelche Pflanzen, für Topfpflanzen oder sowas benutzen. Wenn man wollte. Ich glaube, jetzt erstmal kann das wieder aus. Ah, ist das schön. Das ist doch viel einfacher, so. Geht viel schneller. Ah, wunderbar. Ja, toll, vor allem wenn sowas passierte. Na, ah, komme ich wieder hoch irgendwo? Nein. Doch, vielleicht? Aha. Na komm, setz wieder noch ein bisschen was hin und. Ah, mein Fick. Na gut, dann wollte ich da einen hinsetzen. Nicht da. Da wollte ich einen hinsetzen. Dankeschön. So, kriegen wir das hier auch nochmal irgendwie geregelt? Mal dicht machen und hier. Da muss eigentlich auch nochmal dicht gemacht werden und hier auch und da. Ich möchte ja nicht, dass irgendwelche Äste frei liegen. Na komm, mach deinen Druck. Ach, ich will doch bloß, dass deiner drauf ist. Dankeschön. So und da noch was drauf. Eigentlich müsste auch immer noch mal draufgesetzt werden. Ja, gut. Stimmt, da war ja was. Wobei man es vielleicht sogar so lassen kann. Ja, gucken wir mal. Oh, ist das schön. Okay. Ja klar, das Pferd versperrt jetzt natürlich ein bisschen die Sicht auf den Baum, aber das ist schon okay. Ja. Diese Seite gefällt mir noch nicht so richtig. Können nach hier unten ein bisschen Ausnahmen dann machen und da, die Seite muss auf jeden Fall noch angepasst werden. Die ist zu. Ja, da passiert einfach gar nichts. Da noch ein bisschen was. Upsala. Na gut, da kann meinetwegen sogar da bleiben, aber ich hätte ganz gerne trotzdem hier noch ein paar. Ja, vielleicht noch einen. Da noch einen. Ja, hopp. Geht das von hier aus? Ja, auch nicht so richtig. Also, da muss auch ein bisschen was passieren. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Okay. Dann hätten wir da jetzt auch ein kleines Bäumchen. Wunderbar, der erste Baum steht. Gut, man könnte natürlich hier hingehen und den vielleicht wieder wegnehmen. Ja, das ist okay. Okay, dann basteln wir uns mal den nächsten Baum hin, aber. Wo? Hier richtig in die Ecke quetschen? Oder vielleicht hier hin? Ich glaube, ich würde den wirklich hier hinsetzen. Okay, ist auf der gleichen Höhe wieder hin. Das ist ja. Das war jetzt nicht geplant. Den könnte man sogar ein bisschen höher machen, theoretisch. Ja. Machen wir den so. Und dann so. Mist. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass ich noch ein paar mehr Zäune brauche. Aber ich würde dich doch. Oh Mann. Also merken. Wenn ich irgendwas baue und da irgendwo irgendwelche Bärenbüsche dabei sind, dann ziehe ich mir die Rüstung aus. Sonst zerstechen mir die doch alles. So, wie viele Zäune brauche ich denn jetzt? Eins, zwei, drei, viele. Ja, nee, Eiche will ich nicht nehmen. Eiche ist doof. Eiche ist gemein. So, und dann basteln wir uns jetzt mal ein paar. Zäune. Eins, zwei. Ja, komm, machen wir so. Das passt schon.
Dann können die da wieder rein und die Stöcke sind da wieder rein und jetzt brauchen wir ein Bett. Ganz schnell ein Bett. Ah! Sonst kommen die Skelette wieder. Naja, zum Glück nicht die Skelettpferde vom letzten Video. Nee, vom vorletzten Video. Ja, das war schon eine kleine Überraschung. Ihr braucht auf jeden Fall keine Angst um mich haben, dass ich irgendwie sterbe oder so. Nein. Ich sterbe niemals. Weil das sind die Ziegen. Und das war ein Hase. Und wer das hier war, also ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ja, Creeper, also. Ich weiß nicht, wir sind schon so oft gestorben eigentlich. Ja, der Baum verdeckt jetzt natürlich ein bisschen das Grab hier. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, dann einmal hoch da. Na, machen wir den weg. Ja gut, vielleicht nicht ganz so hoch und vielleicht hätte ich doch ein bisschen weiter an die Seite gehen sollen. Ach Mann, jedes Mal dasselbe mit mir hier. Und da vielleicht gleich was draufsetzen. Und noch einen. Wie oft passiert euch das, dass ihr da einfach rausfallt aus diesen blöden Gerüstblöcken? Also, setzen wir da vielleicht den Ast und da ein. Dann soll ich noch was essen, bevor ich noch wieder rausgehe. So, und dann. Vielleicht da noch mal ein. Hopp. Und ach, jetzt ist so weit runter, wo ich den Ofen denn nicht. Kann man da vielleicht noch mal einen hinsetzen. So, und dann hier noch mal einen. Vielleicht gleich direkt mit Zaun dran. Und hier mit Zaun, Dankeschön. Und dann da meinetwegen noch mal einen mit Zaun und hier ein mit Zaun. Da kann man hier unten eigentlich auch nochmal einen kleinen Kranz machen mit auch einfach nochmal mit Zäunen. So. Und so. Na. So vielleicht? Ja. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da kann das wieder weg und dann brauchen wir das hier und das kann auch erstmal weg und her damit und das auch nochmal. Dankeschön. So, dann, oh, ich find's so toll. So, Laubus und Laubus. Mit Verlaub, ich brauche Laub. Ich will da hoch. So, bevor ich jetzt wieder anfange, über irgendwas nachzudenken, Kopf ausmachen und einfach ein bisschen Laub hier hinsetzen. So und so und so und ah, komm. Ja, wenn man hier nicht fliegt, dann ist es gar nicht so einfach, hier einfach irgendwo irgendwelche Blöcke hinzusetzen. Ja. Also, runterfliegen meinte ich damit jetzt eigentlich nicht. Oh Mann. So. Und es fängt an zu schneien. Das finde ich fein. Hier ist so viel. Hopp. Na, ich kann aber ein bisschen bauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Dankeschön. Ich habe keinen Laub mehr auf Tasche. Ups, der war zu viel. Na, darf ich da jetzt mal einen hinsetzen? Dankeschön.
Der Baum wird auf jeden Fall deutlich wilder als der andere. Das finde ich gut. Also, im Klartext, der Baum wird deutlich baumiger. Oder natürlicher, besser gesagt. Oh, erschreck mich doch nicht so. Was? Mann. Ja, ich guck mir gleich an, was du Schönes hast. Hopp. Aber du, ganz ehrlich, auf dem Friedhof, gehörst du eigentlich nicht hin. Aber zum Glück hast du. Ja, das ist so. Aber zum Glück hast du deine Lamas angeleint, weil hier auf dem Friedhof ist auf jeden Fall Leinpflicht. Yep. Und da gehe ich auch sehr rigoros vor, wenn irgendjemand dagegen verstößt. Also dann, das tut weh. Pass also auf, dass du deine Leine nicht verlierst. Ja. Na gut, vielleicht sterbe ich doch vorher. Vielleicht da nochmal einen hinsetzen. Da ist ein bisschen die Mauer stört die gerade so ein bisschen. Dann kann ich nicht ordentlich außen rumlaufen die ganze Zeit. Ein bisschen ärgerlich. So. Und an jeder beschissenen Ecke diese Bärenbüsche. Ach, ist das schlimm. Aber die sehen halt schön aus. Deswegen habe ich sie ja eben auch da. Na, ich glaube, ich finde ihn sogar ganz gut, so wie er ist bisher. Klar, hier fehlt es natürlich noch. Das Laub. Aber ansonsten hat er eigentlich schon eine recht schöne Form. So. Hopp, hopp. Du brauchst jetzt nicht die ganze Zeit hinterherlaufen, Händler. Ich komme gleich nochmal zu dir. Keine Angst. Ja, ich hab dich nicht vergessen. Ja, wir sehen uns gleich. So, jetzt muss ich nochmal gucken, ob das so geht. Ah. Da ist noch ein bisschen was frei. Ja, und da ist auch noch ein Platz frei im Busch. Ach, ich glaube, das war wieder der gleiche Busch gewesen, den ich vorhin schon gesessen habe, oder? So. Ja, ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt angefangen habe zu schneien. Na, ist der okay so? Okay, der Händler sagt ja. Du weißt schon, dass du gerade Lama verlierst, wenn es so weitergeht. Was hast du denn Schönes? Och, ein Orgelkorallenblock. Ja, genau. Moni, soll ich den holen? Ja, komm, weil du es bist. Wie viele Emeralds wollt ihr haben? Drei, ne? Gut, drei Emeraldos. Eins, zwei, drei. Dann gib mal her dein Zeug. Ich will einen Orgelkorallenblock. Ja, guck mal hier, was ich habe. Ja. Nett mit dir Geschäfte zu machen. Komm gerne bald wieder. Aber dann bitte auch mit ein bisschen mehr Zeug, was ich gebrauchen kann. Ja, das wäre schon ganz gut. Jo, das ist doch wunderbar. Ich meine, klar, die Bäume stehen jetzt nicht, na. Das Pferd ist jetzt nicht genau in der Mitte, beziehungsweise die Bäume stehen nicht gleich weit weg vom Eingang. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem absolut okay. Das kann man wunderbar so lassen. Der Baum passt ja eigentlich ganz gut hin. Man hätte hier theoretisch auch noch einen hinsetzen können, eigentlich. Hier so dazwischen. Dann würde ich aber den da wegnehmen und den hier einfach hinsetzen. Aber ich glaube, das ist so gut, wie es ist. Jupp, ich mag's. Dann können wir jetzt eigentlich mal gleich eine Runde schlafen gehen. Vielleicht dürfen wir es ja sogar. Darf ich jetzt schlafen? Darf ich ins Bett? Ich will doch nur schlafen. Ich will da rein. Ah. Oh Mann. Hier ist mal dasselbe hier. Das ist
dunkel, es regnet und ich darf nicht schlafen. Ja, danke fürs Mitleid. Ja, es ist halt einfach so. Ich gehe gleich in die Hölle. So, nee, machen wir nicht. Jetzt darf ich schlafen gehen, das ist doch schön. Ja, ich finde es auf jeden Fall echt gut, dass jetzt die Bäume hier stehen haben. Der Friedhof ist jetzt. Ja, eigentlich ist der Friedhof jetzt wirklich fertig. Wir haben es vollbracht. Yay! Okay. Da können wir den Friedhof jetzt eigentlich auch gleich direkt aus dem Buch rauslöschen. Der ist jetzt wirklich vollendet. Ja, denn ihr habt noch Ideen für den Friedhof? Die könnt ihr mir dann wirklich auch gerne in die Kommentare schreiben, aber ansonsten würde ich den jetzt abschließen. So, nehmen wir mal das Buch und nehmen den Friedhof hier wieder raus. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, dann schreibt sie gerne. Fertig und zack. Jo, wunderbar. Können wir uns den gleich nochmal angucken gehen, aber erstmal muss ich mich noch vergewissern, dass wir wirklich noch 4 Ziegen haben. Dankeschön. Skelett. Ja, klappert wohl hier unten wieder irgendein Skelett rum. Irgendwo müssen wir wirklich eine Höhle haben. Sind die drei Schweinchen auch noch da? Also schön. Zum Glück ist hier kein Wolf. So. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, wie man weitermacht. Ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt als nächstes richtiges Bauprojekt, kann natürlich auch sein, dass ihr vorher nochmal ganz gerne in den Nether wollt oder so. Wobei wir uns dafür eigentlich unsere Sachen erstmal verzaubern müssen. Naja, als nächstes würde ich wirklich sagen, dass wir hier so ganz leicht schon mal anfangen, den Weg zu bauen. Den werden wir nicht komplett hochziehen, einfach bloß erstmal bis. Beziehungsweise Straße ist es ja eher. Bis hier vielleicht ungefähr. Ja, mal gucken. Vielleicht ungefähr bis hier. Und da kann man hier noch so ein kleines Torhaus hinsetzen. Und wenn der Weg steht, dann kann man an den Weg anschließen. Hier das Steinbeet, was dann eben von da unten dem Weg bis zu dem Weg hier oben geht. Vielleicht mit einem kleinen Baum noch wieder da drin. Und dann können wir auf jeden Fall auch den Weg, so kleinen Trampelpfad, dann quasi hier an den Schafstall nochmal anschließen. Apropos Schafe. Seid ihr noch alle da? Auch wenn. Na, ich will da doch bloß. Oder, egal, dann gehe ich hier mir das Tor. Schafi und Schafi, beide noch da. Wunderbar. Okay. Dann wisst ihr, was der Plan für heute, fürs nächste Video ist. Ah, Mann. Ich glaube, es wäre vielleicht so ganz gut, wenn wir vorher nochmal einen Verzauberungstisch irgendwo hinstellen. Das kann ja auch wirklich erstmal temporär bleiben, dass wir den einfach irgendwo hinsetzen mit den Bücherregalen rundherum. Meinetwegen hier irgendwo erstmal ins Lagerhaus oder so. Wobei im Lagerhaus ist gar kein Platz dafür. Oder habe ich da oben noch irgendwie. Also eigentlich ist hier kein Platz. Nee. Gut, ich könnte mir das natürlich auch einfach hier so in die Pampa stellen. Das ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Oder hier einfach in die Mitte klatschen, das Ding. Ah, wo ist jetzt ein bisschen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur erstmal, damit wir einen Verzauberungstisch überhaupt haben. Das richtige Gebäude dafür wird dann später gebaut. Ich glaube nämlich, dass wir das vielleicht als nächstes angehen. Dass wir den Verzauberungstisch irgendwo hinsetzen. Und einen Bogner irgendwo hinpflanzen. Ja, das heißt, dass ich wirklich den einen Dorfbewohner würde ich hier, glaube ich, entführen. Und nach da hinten hinbringen. Da, wo auch der Schießstand dann noch geplant ist.
Dann kann man bei dem auch mal bei dem mal traden. Das ist ganz gut. Ja, ich glaube, das machen wir dann als nächstes. In der nächsten Folge. Ein bisschen Vorbereitung. Und dann. Jo, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie wir dann weiterverfahren sollen. Ob wir uns dann wirklich gleich direkt an den Weg machen. Oder ob wir dann vielleicht erstmal den Nether unsicher machen. Okay. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und euch gefällt jetzt auch der Friedhof, der ja jetzt endlich soweit fertig ist, wo ihr auch seid. Zwei wundervolle Bäume noch dran. Die Knöpfe da noch und das Rankenzeug. Dann hebt sich das auch, wie gesagt, ein bisschen besser ab. Okay. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich auf eure Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Wobei, wisst ihr was? Eigentlich. Na, wir machen das jetzt gleich, dass wir dann erstmal den einen Dorfbewohner hier outsourcen. Irgendwie versuchen, den rüber zu kriegen. Ja, wir machen die Vorbereitung jetzt schon. So. Das ist wirklich ein Krampf, den darüber zu bringen. Also das. Oh, Scheiße. Puh. Ich meine, ich könnte mit ein paar Gleisen da vielleicht. Wie viele Gleise haben wir eigentlich noch? Wahrscheinlich auch nicht mehr so viele, oder? Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe ein bisschen mich um Holz gekümmert. Okay. Da können wir ein paar Gleise verlegen. Das würde uns jetzt ein bisschen helfen. Ja, dich nehme ich gleich mit. Oder bald. Es geht nicht. Na, ich habe jetzt gerade auch keine. Kein. Na gut, dann muss ich den eben woanders runtergehen. Gehen wir. Nö, da sind noch die Kisten. Gehen wir eben hier runter. So. Dann kann das doch wieder weg. Dreh dich doch mal, Dankeschön. So. Ja, damit wir den Dorfbewohner jetzt, wie gesagt, einfach ein bisschen einfacher da hinten hinkriegen. Nehmen wir uns eine kleine Strecke. So. Ja, noch ein. Wir hoffen, dass er da auf dem Weg dahin jetzt nicht irgendwelche Arbeiten aufnehmen will. So, jetzt fängt das hier natürlich wieder an, nicht mehr zu passen. Das war aber vorhersehbar. Ich brauche mal ein bisschen Erde, bitte. Ja, nehmen wir die lieber von hier. Und dann. Ja, meinetwegen nochmal. Ja, wobei, ne, brauchen wir nicht. Die können auch wieder rein. Wenn er weit genug gefahren ist, dann kann ich mir auch einfach ein paar Gleise wieder wegbauen. Okay. Dann setzen wir da einen drauf und da welche drauf. Und dann fahren wir mit ihm schnurstracks in diese Richtung. Wie gesagt, da würde ich dann erstmal so eine kleine temporäre Höhle reinbasteln. Naja, was ist Höhle? Moment, haben wir da hinten in dem Haus für die Leute da eigentlich irgendwelche Arbeitsblöcke? Sind da Fässer drin? Ja, stimmt, da ist ein Fass drin. Okay.
Nee, dann kriegt er wirklich so einen kleinen Erdbunker da hinten. Wobei ich jetzt auch ein bisschen Holz. Na, mach ich sogar aus Holz. So. Und noch ein bisschen davon. So, dann bauen wir uns hier erstmal irgendwo ein kleines Häuschen für den. Da, wo er denn auch hin soll. Beziehungsweise auf die Ecke, wo er denn letztendlich hin soll. Und das wird dann, wie gesagt, hier ungefähr. Irgendwo hier. Ja. Kriegt er hier seinen kleinen Holzbunker erstmal. Eins. Na, natürlich passt das jetzt alles wieder nicht mit dem Terrain hier. Da wollte ich jetzt eigentlich kein Terraforming betreiben. Gut, dann setze ich mich eben hier rein. Ist auch nicht so wild. Dann brauche ich sogar weniger Baumaterial, wenn ich das hier drin mache. So, vier machen wir. Ja, vier mal vier vielleicht. Eins, zwei. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Eins, zwei. Ach, machen wir so. Okay. Wie gesagt, das, was ich hier jetzt gerade baue, ist wirklich absolut temporär. Das kommt alles wieder weg. Ja, ziehen wir mal eine Leine rüber und da auch. Aber damit er sich wenigstens halbwegs wohlfühlt, kriegt er so ein kleines Häuschen. Na, wisst ihr was? Den lassen wir doch da. Dann lege ich den Balken hier anders hin. So. Wunderbar. Jetzt gehe ich erstmal nochmal eine Runde schlafen. Habe ich den da hingesetzt oder was? Ein Enderman? Naja. Ich glaube, das war wieder ein Andy. Aber siehst du, eine Schubkarre würde dann letztendlich auch arbeiten können. Aber das wollen wir ja nicht. So. Dann basteln wir mal den kleinen Bunker da weiter. Fackeln haben wir dabei. Ja, haben wir dabei. Gut. So, upsala, falscher Block. Da hätte ich ganz gerne ein paar Treppen. Und hier auch ein paar Treppus. Eins, zwei. Dann haben wir natürlich keine mehr. Aber ich habe noch eine Werkbank dabei. Yay! So. Bauen wir uns so ein paar Treppen? Na komm. Treppen. Dankeschön. Treppe. Treppe. Hier machen wir auch nochmal dicht. Treppus und Treppus. Da kann man da unten vielleicht mal wieder ein paar Balken hinlegen. So. Ein dahin und ein dahin. Am besten auch richtig rum. Ich habe den doch richtig rumgesetzt. Warum konnten? Ja, ist auch egal. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. So, ich meckere sowieso mal viel zu viel rum. So, ist nicht schön hier drinnen, aber es soll aber seinen Zweck erfüllen. So, kriegst du ein bisschen Licht hier drinnen. Dann kommt da nochmal so einer hin. Dann setzen wir hier. Ja, vielleicht zwei Zauntore rein. So und so. Zack. Damit auch keine Monster reinkommen. Wunderbar. Jetzt hat er Licht. Jetzt fehlt natürlich noch das Bett und das Dach. So. Kommst du erstmal ein bisschen runter, damit ich hier das Dach bauen kann. Zack. Ja, ich weiß nicht, dafür, dass es ein Bunker wird, es ist auch schon wieder so ganz leicht schön Bau, was ich hier mache. Ja, ich das Bunker. Also dafür, dass es bloß temporär werden soll. Das ist ein bisschen zu viel Aufwand, glaube ich, gerade. Naja, aber wie gesagt, der Dorfbewohner soll sich wenigstens halbwegs wohlfühlen.
Wird jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht, aber naja. Okay, machen wir so. Und so. Und so. Und hier auch nochmal. Ja, wir brauchen noch ein paar. Na komm. Zack. Ja, kann ich eigentlich wirklich alles mit Stufen machen. Ist ja kein Problem. Ja, vielleicht so. Und da auch nochmal und dann ziehen wir es hier mal zu. Und zwar wirklich richtig zu. So. Ja, das lassen wir dann so. Zack. Hier brauchen wir keine Angst haben, dass er wegläuft oder dass er irgendwie Ärger mit irgendwelchen Mobsen kriegt. Hier ist er ausgeleuchtet und da ist eine. Und er hat eine Tür aus. Aus. Ne? Aus Zauntoren. Hier sollte mal so eigentlich nichts passieren. Hier kriegst du eine zweite Fackel. Okay, dann brauchen wir jetzt ein kleines Bett. Und den Arbeitsblock. Wie baut man den eigentlich? Bognettisch heißt der, glaube ich, oder? Naja, erstmal gucken wir, dass wir hier ein bisschen Bett rankriegen. Betty, Betty, Bett, Bett, Bett. Komm. Ich will ein Bett. Nein. Ah, 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Ne, da. So, zack. Na komm, zack. Und so. Und den Bognettisch. Also mal gucken. Bogner. Ach so, mit zwei Flinten. Ja gut, das haben wir auch. So. Die Verkus von Bank können wir weg. Die Gerüstblöcke auch. Dann brauchen wir zwei Flinten. Ja, da sind die Flinties. Eins, zwei. Jo. Dann einmal so. Und einmal so. Wunderbar. Fertig vorbereitet. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Dorfbewohner hier rüber kriegen. Aber das können wir dann wirklich wunderbar mit den Gleisen machen. Dann führen wir ihn direkt dahin. Dann hat er keine andere Wahl. Wie gesagt, dann hoffen, dass er auf dem Weg hierher nicht noch irgendeinen anderen Beruf annimmt. So. Einmal so. Ja, wobei, machen wir es vielleicht lieber. Stellen wir da das Bett hin. So, dann steht er auch gut. Und dann da den Bognertisch. So, Fußboden brauchst du nicht. Den Luxus gönne ich dir jetzt doch nicht. Es ist trotzdem irgendwo ein Gefängnis. So, kann man hier auch gleich direkt ein bisschen vorbereiten. Für Spaß. Später. Ja, und dann ziehen wir es da einfach rum. Okay. Naja. Komm, 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 komm. Dorfbewohner. Du kriegst ein neues temporäres Zuhause. Und dann machen die anderen Dorfbewohner da vielleicht auch wieder ein paar Kinder. In der Hoffnung, dass du dann weit genug weg bist. Na komm. Du willst dich doch auch. Ja, genau du. Dich entführe ich jetzt. Yay! Naja, du glitschst nicht durch mich durch. So weit kommst du noch. Da bleibst du jetzt. Ja. Oh. Bist du jetzt traurig? Ja. Gut, dafür holen wir uns nochmal eine Spitzhacke, dann geht's schneller.
Hakus ist spitzlos. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, warum ich unbedingt den Verzauberungstisch brauche, ne? Also einerseits, um wirklich ein bisschen was vorzubereiten für den Nether, andererseits aber auch für die Spitzhacke, die unbedingt mal Mending braucht. Sonst zerfällt die mir noch. So. Noch mehr. Was hatte der Dorfbewohner jetzt eigentlich angenommen? Hat er ein Bett geclaimt oder was war mit dem los gerade? Ich habe da gar nicht genau drauf geachtet. Na komm. So, auf jeden Fall geht es für dich jetzt hier weiter in diese Richtung. Ja. Das ist so. Ob du es willst oder nicht. Ist die Brücke lang. So, dann komm mal ran auf den Meter. Hopp. Weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. Los, weiter. Aber nicht zu weit, sonst fährst du mir hier runter. Stopp. Oh Mann, ist das ein Stress hier. Ja. Nein, Stress nicht, aber eine undankbare Aufgabe. Wenn wir hoffen, dass er jetzt gleich das neue Bett annimmt. Stöcker habe ich jetzt natürlich wieder keine auf Tasche. So. Ja, machen wir uns gleich eine neue Spitzhacke, damit es ein bisschen fixer geht. So. Eine Spitzhacke, keine Hacke. So. So. Okay, dann. Na, einmal weg mit dem Zeug. Habe ich jetzt noch was fliegen lassen oder habe ich alle? Ah, gut. Dann kann es ja weitergehen. Und dann hat der Dorfbewohner jetzt gleich sein kleines Hütchen, wo er dann schön ein paar Pfeile mit mir traden kann. Und wehe, wenn nicht. Ich meine, die verzauberten Bögen oder Armbrüste sind mir relativ egal. Mir geht es bei dem jetzt wirklich ausschließlich um die Pfeile. So. Ich kann ja bei der Gelegenheit mal Probe liegen für den Dorfbewohner. Damit ich eben auch weiß, ob sein Bett bequem ist. Na, was sagt dein Bett? Ja, es ist ein bisschen hart. Aber ich glaube, der mag das schon. So, Dorfbewohner. Wenn du wüsstest, was dir jetzt gleich blüht. Du bist hier eingesperrt. Du wirst nie wieder rausgelassen. Doch, keine Angst. Aber du musst ja halt schon mal an deinen Bestimmungsort. Und dann hast du bald eine richtige große Schießanlage, nur für dich allein. Oh, das war zu viel. Ah! Ach Mist, ich habe hier nochmal weitergeschoben. Komm, geh wieder zurück. Geh zurück. Auf die Gleise, bitte. Auf die Gleise. Auf die Gleise. Danke. Nicht so weit. Mensch, übertreib doch nicht hier. So. So, dann wollen wir uns gleich nochmal mit und bauen wir den Rest der Strecke dann nochmal. Ja, zum Bunker rüber. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Kann natürlich auch sein, dass sich ein Bett schon direkt angenommen hat. Oder sind wir noch zu weit weg davon? Warum guckst du da hoch?
Willst du da hin? Ja, das ist aber nicht der Platz, der für dich jetzt vorgesehen ist. Du musst erstmal einen anderen Beruf annehmen. Es tut mir leid. Ja, es ist so. Wobei es mir eigentlich nicht leid tut. Da muss er halt durch. Zack. So. Jo. Das sollte eigentlich passen. Na dann. Gute Fahrt. Ja. Höher. Weiter. Ja. Das ist so richtig gemütlich da hoch, oder? Was sagst du dazu? Vielleicht kann ich da so reinschieben. Wobei, nee, da ist ja jetzt die. Ja, klar, das können wir natürlich auch direkt so machen. Dann wir die beiden mal weg und dann schiebe ich dich einfach rein. Da kannst du mir gar nicht mehr entkommen. Hehe. So schön rein da. Na komm, ich weiß ja, dass es geht. Mit einem Boot wird es nicht gehen, aber mit einer Lore schon. So. Na komm, zack. Muss das jetzt sein? Ach, lass mich in Ruhe, Dorfbewohner. Du hast doch keine Ahnung. So, Hackspitze. Willkommen bei der Arbeit. Wann kriegen die Pfeile? Ist es jetzt schon? Oder erst beim nächsten? Ist natürlich ganz gut zu wissen eigentlich. Wo tue ich denn das? Ach so, ist da. Ja, gut. Machen wir es so erstmal. So, komm. Was hast du jetzt? Ah, Pfeile. Aber keine Stöcker. Ich hätte ganz gerne Pfeile und Stöcker. Ja, brauchst nicht traurig sein. Komm. Wieder nicht. Was ist denn los mit dir? Ich will Pfeile und Stöcker, bitte. Jetzt? Also, du machst mich wirklich wahnsinnig. Ja. Was sagst du jetzt dazu? Ah, danke. Das ist nett. Dann machen wir dich gleich mal fertig. Na ja, komm, machen wir. Machen wir es mal richtig. So. Und so. Na dann einmal her damit. Und noch mehr. Und ich kann auch mal schnell zu Stöckern verarbeiten. Das ist doch schön. Hast du auch gleich ein Level ab? Ah, toll. Ich kann man sich bei dem auch noch einen Bogen kaufen, wenn man wollte, aber ich habe ja eigentlich einen ziemlich guten Bogen. Und wir können uns Pfeile holen. Ach, das ist doch richtig schön. Weißt du was? Machen wir sogar gleich direkt. Na komm. So, hier wohnst du jetzt und hier bleibst du auch erstmal. Zack. Ja, und dann können wir jetzt das Zeug eigentlich auch wieder wegnehmen und dann. Ja. So. Dann bauen wir das Zeug nochmal zurück und dann. Gucken wir gleich mal. Ah, ich habe gar nicht genug Leder dafür, fällt mir gerade ein. Ah, das ist natürlich auch ärgerlich. Ich weiß auch wirklich noch nicht, wo wir den Tisch jetzt hinbauen, den Verzauberungstisch.
Denke ich, ja, das reicht ja, wenn er jetzt einfach erstmal irgendwo, irgendwie, ja, einfach irgendwo rumsteht. Der kriegt dann schon nicht ein richtiges Gebäude. Aber erstmal muss ich das Inventar leer räumen. Wir haben gerade viel zu viel in der Tasche. So, also einmal das ganze Laub da rein. Haben wir noch irgendwo Korallen liegen? Ah, da ist die Koralle. So. Dann die Bretter da rein und die Bretter da rein. Halt. Die Stöckis dürfen damit hin. Die Erde kann wieder hier mit rein. Zack. Und die gleiche hier mit rein. Da rein. Auch nicht. Hier. Einmal jede Kiste durchgesucht, ja. So, dann habe ich noch einen Knochen zu verkaufen. Das ziehen wir uns hoch. Bogen. Kam wieder dahin. Das ist doch nicht ein Schatz. Okay. Dann brauchen wir das ja auch nicht mehr. Das Minecart. Kommt wieder hier unten rein. Dann haben wir es auch. In der Hoffnung, dass wir jetzt bei Zeit mal einen neuen Dorfbewohner kriegen. Wird wirklich Zeit. So. Gucken wir mal, wie viel Leder wir haben. Wobei. Ja, doch. Vielleicht fällt uns ja auf dem Weg dahin ein, wo wir den Verzauberungstisch hinsetzen können. Wirklich, ja, das reicht ja, wenn es erstmal temporär ist, wenn er erstmal irgendwo rumsteht. Aber erstmal alle Ohren zu halten, es wird laut. Das ist nicht so die Welt. Ich meine, klar, wir haben noch ein bisschen Leder drüben im Lager, aber nicht so viel. Bücher sind echt teuer, beziehungsweise allgemein Bücherregal, das ist schlimm. Klar, es gibt ja Bibliothekare, die Bücherregale verkaufen. Das wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. So, was braucht man für einen Verzauberungstisch? Ja. Nee. Wie heißt denn der? Oder ist ja einfach nur Zaubertisch? Ja. Ach, zwei Diamanten brauche ich dafür auch noch. Hilfe. Habe ich hier Dias drin? Ich habe nur ein Dia. Nein! Okay. Dann machen wir uns jetzt mal ein paar Bücher. Wow. Das ist ja wirklich viel. So, dann brauchen wir noch Papier. Ja, und noch mehr Papier. Wir haben jetzt zum Glück noch genug. Hä? Ach so. Ja und? Den Rest auch nochmal. Zack. Gut, da kann das restliche Papier wieder rein. Ein Buch brauchen wir für den Zaubertisch. Das heißt, dass ich das eine Buch dann vielleicht erstmal hier reinlege dann. Zack. Und den Diamanten nehmen wir uns auch hier raus. Ah, warte mal, wir haben doch bestimmt irgendwo auch Diamanten gefunden gehabt auf dem Weg, auf unseren Reisen, oder? Vielleicht mal kurz eine Runde schlafen gehen. Ich habe das leider nicht mehr so im Kopf, was wir da alles gesehen hatten. Aber ich glaube, da war auch irgendwo ein Diamant dabei. Ich hoffe es zumindest, sonst müssen wir nämlich nochmal ganz fix runter in die Höhle gehen. So, ein Diamant? Nein. Hier? Auch nicht. Auch nicht. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ist hier wirklich kein Diamant dabei? Also blöd. Was soll denn das?
Okay. Dann nehme ich mir eben die Diamantspitzhacke, damit wir uns einen Diamanten holen können. Das machen wir jetzt aber auch sogar schnell zusammen. Damit ich hier die wunderbar leicht und na, wieder unten als Diamanten finden. Die leuchten nämlich auch so schön. So. Fackeln habe ich eigentlich noch dabei. Ja, gut. Weil da unten einfach kaum was ausgeleuchtet ist. So. Hopp. Ja, das erste Mal seit langem wieder hier unten in der Höhle. Und dann seht ihr auch, wo ich hier teilweise ein bisschen was gefarmt habe. Hier ist jetzt ein dickes, fettes Loch. Da war nämlich ganz viel Andesit und ein bisschen Kies. Da liegt auch immer noch ein bisschen Kies, aber das habe ich noch nicht weggeerntet. So. Oh, ist ja schön, wenn das alles so leuchtet. Ja, irgendwann hole ich mir noch einen Azubi ran. Noch einer. Seid echt süß. So. Okay. Da oben sind die Ranken. Da ist noch ein bisschen Gold und Eisen. Aber ich glaube, hier waren irgendwo auch. Da. Wären zum Beispiel Diamanten. Jetzt habe ich die Gerüstblöcke nicht weggenommen, ich Trottel. Na, nicht mitgenommen, ich Trottel. Na gut. Aber es gibt dann noch andere Möglichkeiten, Diamanten zu finden. Wenn mich nicht alles täuscht, waren hier nämlich auch noch irgendwo welche. War hier was? Ups. Naja, nee, das ist sowieso die falsche Höhe für Diamanten. Okay. Da hinten hätten wir welche. Aber wo wir auf jeden Fall welche haben. Ich muss jetzt nochmal. Skelett? Okay. Erstmal geht's jetzt runter. Hahaha. So. Wir können jetzt mal den Diamanten da oben mitnehmen. Wenn wir nicht gestört werden. Das wäre ganz schön. So. Kann ich daran? Oh, noch ein Diamant. Diamanten. Wäre natürlich ganz schön, wenn ich die jetzt mit Glück abgebaut hätte. Hätte ich ein paar mehr Diamanten rausgekriegt, aber das haben wir ja noch nicht. Um die Verzauberung kümmern wir uns ja noch. Da hatten sie nämlich noch mehr. Da habe ich nämlich ein bisschen Moos gefarmt. Unter anderem an der Stelle. Noch ein paar anderen Stellen. Aber auf jeden Fall auch mit an der. Gut. Dann gebe ich immer wieder hoch. Mehr als 2 Diamanten würde ich mir jetzt tatsächlich nicht mitnehmen. Einfach damit wir dann vielleicht wirklich mal Glück auf die Spitzhacke kriegen und Reparatur. Bevor wir dann weiter Diamanten abbauen. Und für den Verzauberungstisch, da brauchen wir ja zum Glück bloß 2 Diamanten. Gut. Knut. So sieht das aktuell hier unten aus. Ja gut, und hier bin ich teilweise auch ein bisschen lang gegangen, um ein paar Steine zu farmen, aber das. Ich glaube, da war ich mit euch schon mal in dem Gang. Und wenn nicht, ihr habt ihn gerade gesehen. Solche Gänge gibt es ja aber ein bisschen weiter unten auch nochmal. ja. Wenn ich irgendwie Cobblestone gebraucht habe, dann bin ich da mal ganz gerne lang gegangen, um ein bisschen. Ja. Cobblestone zu farmen. Ich habe jetzt keinen Cobblestone-Generator. Könnten wir natürlich auch noch bauen, wenn wir Lust haben.
Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, von irgendwelchen Generatoren. Ob wir da welche bauen sollen. Und dann natürlich am besten Fall auch gleich, wohin denn damit? Ich meine, wir können uns natürlich auch noch irgendwie einen Steinbruch bauen irgendwann. Und da kann man dann wunderbar einen Cobblestone-Generator reinsetzen. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch alles. Wie viele Bücherregale kriege ich da eigentlich raus? Wie viele brauche ich noch gleich? 15, oder? Ja, kommt hin. So, dann erstmal ein Zaubertisch. Zaubertisch. Dankeschön. So. Und so. Und so und so. Und. Yay! Da können wir uns den Diamanten hier reinlegen, zack. Nochmal eine Runde was durch die Zähne schieben und dann kommen jetzt ein paar Bücher, wo das Regal los ist. So. Ja, komm mal, brauchen wir es aber komplett auf. Wie viele brauche ich jetzt? Wirklich 15? Ups. Das wäre echt ganz gut zu wissen. Ich hab nämlich echt keine Ahnung mehr, wie viele das waren. So lange, wie das bei mir schon wieder her ist, dass ich so einen Verzauberungstisch mal irgendwo hingesetzt habe. Ja, natürlich weiß ich jetzt auch immer noch nicht wohin. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Gut, wir können es auch erstmal. Meinetwegen hier hinsetzen oder so. Wobei ich hier in Terraform müsste, damit sich alles passt. Und Terraform wollte ich dafür jetzt eigentlich nicht. Na, hier direkt davor ist ja nicht auch blöd. Ich setze mich jetzt mal hier hin. So, in die Mitte damit. Ja. Es liegt übrigens auch an Vanilla Tricks, dass ich, dass hier die, die Bücher so ein bisschen rausstehen. So, bis zu welcher Stufe geht das jetzt? Muss ich jetzt wahrscheinlich mal Lapis reinlegen, bevor ich da. Ah. Okay. Ist also wirklich das Maximale schon. Das ist wunderbar. Ja. Okay, Haltbarkeit 3. Na ja gut, dann haben wir jetzt erstmal unseren kleinen Verzauberungsbereich. Aber wie gesagt, der ist jetzt auf jeden Fall nur temporär. Dafür gibt es dann bei Zeiten ein eigenständiges Gebäude. Damit wir hier wieder Platz haben. Okay, aber jetzt würde ich wirklich sagen, wir beenden die Folge. Die ist jetzt wieder lang genug geworden und wir haben jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen Vorbereitungsmöglichkeiten für. Ja, für alles Weitere. Also für Werkzeuge, für Waffen, für Rüstung, für den Nether. Genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare dann, wie es. Ja, wie es dann weitergehen soll. Okay, aber jetzt beende ich wirklich das Video. Also, freut mich, dass euch das. Also, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Auch mit dem kleinen Zusatz jetzt noch. Und, ja, jetzt nur wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.